Rotbuche, Mighty, Hammer. Und jetzt wird sich zeigen, ob das hier hält oder ob das nur ein Marketing-Gag aus Solingen und Deutschland ist. Ja, angeblich ist dieses Messer kompromisslos, unzerstörbar, nämlich das Mighty von UG Tools aus Deutschland. 3D gedruckter Titangriff, Magna Cut Klinge, aus der Hand von Otto Bulletproof. Also Bulletproof, also unzerstörbar. Das wollen wir uns anschauen, Wenn wir das nämlich mit einem Hammer überall reintreiben. Ich kann mir gut vorstellen, was jetzt passieren wird. Dann werden wir sehr schnell sehen, wie bulletproof und kompromisslos dieses UG-Toolmesser wirklich ist. Aber wirklich alles der Reihe nach. Ich hatte ja schon mal so ein 3D-gedrucktes Messer im Test, und zwar von Fritz Meinecke von Seven vs. Wild. Dieses gute Stück hier. Und als ich das erste Mal in der Hand gehabt habe, habe ich mir gedacht, wow, ist das federleicht. Aber dann denkt man sich, okay, 3D-gedruckter Titangriff, ja, aber das kann doch nicht stabil sein, das muss doch da rausbrechen, das Ding, ne? Schließlich unendlich ist ja der Griff hohl. Aber weit gefehlt, ich konnte es damals schon nicht zerstören. Reinhacken, hauen, brechen, geht einfach nicht. Und dieses Tiny ist wirklich tiny und kann als immer mit dabei Messer wirklich gelten, das für alle Lagen gut geeignet ist. Wirklich leicht, robust. Wie heißt das? Kompromisslose Messer machen die UG-Tool-Burschen. Aber man muss meckern, ist halt klein. Naja, klar. Und deswegen wurde für Otto ein großes Messer gemacht, für draußen zum, ja, mit Handschuhen und allem drum und dran. Und das ist das Mighty. Und jetzt wird sich zeigen, ob das hier hält oder ob das nur ein Marketing-Gag aus Solingen und Deutschland ist. Test Nummer 1, Schneidleistung. Ja, wir wollen Haken auch brechen, aber ursprünglich ist ja ein Messer zum Schneiden da. Also wird das auch gut schneiden, das Mighty? Magna Cut. 63 Rockwell-Härte. Gemacht in Solingen. Ja, gut. Schneidet gut. Aber wie könnte ich schneiden für Outdoor-Aktivitäten? Am besten testen. Oh, wir könnten Locken machen. Ja, das geht sehr gut. Also ja, es schneidet die Locken. Ich bin damit durchaus zufrieden. Das ist alles sehr, sehr schön. Schneidet muss es ja auch, ne? Ist ein Messer. Aber wenn ich schon so schöne Locken habe, dann kommt Test Nummer 2. Feuer machen. Wird der Klingenrücken scharf genug sein? Oh. Wow. Er macht's auf jeden Fall völlig falsch. Hab ich gleich nasses Holz benutzt? Die Funken sind großartig. Der Feuerstahl und das Messer macht, was es soll, verdammt. Okay, jetzt habe ich mich ein bisschen abgekriegt. Ich meine, in der Ruhe liegt die Kraft. Hätte nachdenken können. Hätte fast meine Sonnenbrille kaputt gemacht. Aber Gott sei Dank ist das eine Unbreakable aus Österreich. Ja? Ist kein Werbepartner. Also ich kriege kein Geld dafür. Ich finde die trotzdem cool. Ich gebe da unten den Link, wo du die bekommen kannst. Ist lustigerweise das Otto Bulletproof Modell. Okay. Also nachdenken. Und nicht austicken. Ja, das kommt davon, wenn man Holz vom Boden nimmt, nachdem es geregnet hat. Daher ist es nie verkehrt, Zunder im Feuerstahl mitzuhaben. Weil nichts geht über komprimierten Survival-Zunder in wasserdichter Polymerverpackung. Einfach die Zündschnur nehmen, den komprimierten Survival-Zunder dekomprimieren und alles immer gleich mit dabei. Aber jetzt. Gut, jetzt muss man aber dazu sagen, jetzt ist es auch Kindergeburtstag. Aber auch Kindergeburtstage können schön sein. Ja, ist fast unfair, oder? Ja. Test Nummer 2, Feuer machen, bestanden. Ich nicht. Aber die Kombination, die ist großartig. Auch der Klingenrücken ist scharf genug, damit man damit Bushcraft arbeiten, wie Birkenrinde oder Kindspan aufbereiten kann. Also es ist einfach ein rundes, schönes Outdoor-Messer. Aber komm, lass uns mal was Richtiges machen. Test Nummer 3. Hacken.
Das Hacken geht natürlich gut, aber du darfst nicht vergessen, das ist federleicht. Da ist einfach sehr viel Kopflastigkeit dabei, das ist schon klar. Aber es hat einfach nicht so viel Zug wie eine Machete. Es gibt übrigens auch eine UG-Tools-Machete, die zieht durch. Aber das schauen wir uns in einem anderen Video an. Und was ich richtig positiv finde, ist die Biegung. Die gibt beim Hacken noch einmal extra Zug, so wie bei einem Kukri. Und daher Hacken auch gut. Alle Tests bisher waren gut und ich bin auch sehr zufrieden. Aber das war Kindergeburtstag, das war Ponyhof, das war, wir probieren ein bisschen. Aber dieser Test jetzt, nämlich das Brechen und das Spalten, wird zeigen, ob das ein kompromissloses Messer ist. Nächster Test, Spalten. Rotbuche, Mighty Hammer. Oh, mein Hammer wird kaputt. Oje. Aber dem Messer, dem geht's noch gut. Ich brauche eine kurze Flasche Aufbrause. Da geht nichts mehr weiter. Da muss irgendein Ast oder irgendwas sein. Ich bin schon bis zur Mitte, über die Mitte durchgedrungen, aber ich komme nicht mehr weiter. Das gibt's ja gar nicht erst. Da geht gar nichts mehr. Also es bewegt sich einfach nicht mehr. Da tut sich gar nichts mehr. Egal, ob ich von so drauf hau oder so, das klemmt, da tut sich gar nichts mehr. Das braucht man mal gar nicht mehr raus erst. Super, jetzt muss ich das Messer rausschlagen. Aber du musst durchgehen, dann werde ich dich von der anderen Seite auch noch quälen. Du gehst in zwei. Das ist so ein schönes Gefühl, wenn man das durchgearbeitet hat. Jetzt schauen wir, ist das an der Stelle überhaupt noch scharf? Gibt es irgendeinen Ausbruch oder irgendwas? Und natürlich gibt es keinen Ausbruch, man natürlich. Wobei, ich habe es auch nicht erwartet, es sind wirklich kompromisslose Messer. Und schneiden tut es auch noch. Ich will mehr. Aha, endlich mal ein böser Ast. So böse war er auch nicht. Nach den paar Turnieren merke ich gar nichts, ist noch immer bissig. Noch was Interessantes zu dem Messer. Der Hubbel hier, der auch gleichzeitig der Guard ist, ist perfekt dazu geeignet. Heißt zumindest, um Holz zu spalten. Na, das schauen wir uns an. Kann man das einfach nicht vorstellen? Das ist ja ein Steckerl. Puh, so weit ist schon drin. Jetzt drehen wir es mal um und klopfen von oben drauf. Diese pure Power. Ich finde das einfach echt beeindruckend. Okay, ich habe es noch nicht gespalten, aber es ist auch noch nicht kaputt geworden. Aber Achtung, liebe Kinder, das, was ich jetzt mit dem Messer mache, ist total abartig und macht normalerweise niemand. Niemand soll das nachmachen, wirklich nicht. Also du bist verrückt, ich. Schauen wir mal, wie stabil das Ganze ist. Das wiederum sieht jetzt richtig nach Spaß aus. Wackelt überhaupt nichts. Ist bombenfest. Bombenfest. Ja, Wahnsinn. Bewegt sich gar nichts drin. Das sitzt einfach. Jetzt habe ich bei dem Mighty von UG Tools so lange herumgeklopft und gehofft, dass es irgendwie
bricht oder aufgeht. Das Einzige, was kaputt geworden ist, das Lanyard. Das ist durch das Draufklopfen ja, einfach abgefallen und ja, das ist das Einzige, was bei dem Messer kaputt worden ist. Ist schon cool. Also ich bin beeindruckt. Also natürlich sieht man jetzt ein bisschen Gebrauchsspuren, das ist ganz klar. Aber die Klinge sitzt perfekt. Hat sich überhaupt nichts getan. Es ist auch nichts ausgebrochen, es ist nichts abgebrochen, also dieses Lanyard-Dingsbums hier. Aber ist das wirklich ein kompromissloses Messer? Und die Antwort ist ja, also es ist Wahnsinn. Viele glauben ja, dass durch diesen Einsteck-Erl das Ding einfach nicht robust ist, aber das ist absolut irre. Ja, man kann alles kaputt machen. Es gibt zum Beispiel einen Joe X auch, ein Österreicher auch nicht ganz dicht, ja. Der würde das auf jeden Fall kaputt bekommen. Gut, der schießt mit einem Sturmgewehr drauf und nimmt einen Vorschlaghammer und schlägt so lange drauf, bis irgendwas passiert, das ist klar. Ist ja auch eine Magna Cut-Klinge, 63 Rockwell, also hat auch eine gewisse Härte. Aber für klassische Outdoor-Arbeiten sehe ich irgendwie wenig Möglichkeit, das Ding kaputt zu bekommen. Also du kannst dem Teil vertrauen. Ich tue es auf jeden Fall. Ich habe mir am Anfang bei Titan auch gedacht, ne, das wird doch glatt sein und es wird kalt sein und es wird nicht griffig sein, aber das ist wirklich nicht der Fall. Du nimmst das Messer in die Hand und nach einer halben Minute ist das Messer warm, auch bei kalten Temperaturen. Das werde ich ja mal in einem eigenen Video zeigen und das passt super. Und auch die Oberfläche, die ist nicht so glatt, wie man denkt, sondern das ist eine richtig schöne Struktur, die auch bei nassen Händen dir perfekten Grip gibt. Perfekten Grip. Hätte ich nicht geglaubt. Die Klinge ist etwas höher, dadurch sind auch Bohrarbeiten gut möglich. Es ist eine ausgeprägte Spitze dabei, also auch das überhaupt kein Thema. Ob Jäger damit glücklich werden, das kann ich nicht beurteilen, das sollen andere sagen. Aber ich sehe jetzt grundsätzlich von der Schneidleistung her sicherlich keine Probleme. Ob hier die Klingenform ideal ist, bitte schreib mir einen Kommentar, wenn du das weißt. Der große Vorteil ist ja die Stabilität und die Leichtigkeit von dem Messer. Das bedeutet zum Hacken und Hauen oder Einschlagen von Hölzern. Natürlich ist das alles machbar, aber du wirst halt beim Arbeiten merken, gut, ich muss irgendeine Kröte muss man schlucken, wie man in Österreich sagt. Eine Kröte muss man ablecken und schlucken. Ja? Entweder habe ich ein schweres Messer und dann kann ich halt hacken und brechen. Das ist das hier nicht. Das hier ist leicht und robust und ist halt zum Hacken, Hauen und Einschlagen auch geeignet. Aber natürlich gibt es da bessere Optionen. Aber glaub's mir, als Begleiter, als mit dabei haben draußen. Wir haben auch eine 3D gedruckte Messerscheide mit dabei. Das Messer passt perfekt, fällt auch nicht raus, ist sehr schlank, elegant und natürlich auch leicht. Eigene Daumenrampe mit dabei, damit man das Messer gut ziehen kann. Du bekommst auch diesen Gegenpart mit dazu und jetzt kann ich zum Beispiel das Messer in dieser Position hier am Körper tragen, zum Beispiel jetzt vor der Brust. Wenn ihr aber sagt, nein, ich möchte einen anderen Winkel, ich möchte es zum Beispiel in diese Position hier bringen, ja, dann ist das auch möglich. Das heißt, Scout-Trageweise, gerade Trage, wie auch immer, das ist alles super gegeben. Und da ist auch einen Clip mit dabei, das bedeutet, ich glaube, dass das sogar Molle-kompatibel ist, also auch beim Tragesystem. Gut durchdacht. Das Ganze ist eine Rechtshänderscheide. Ich weiß nicht, ob es auch Linkshänderscheiden gibt. Geh auf die Webseite von UG Tools und schau dich da um, beziehungsweise schreibe in einer E-Mail oder wenn du es weißt, dann schreib mir bitte gern einen Kommentar. Ich bin der Letzte, der über Stahl philosophieren will, weil ich da kein Experte drin bin. Aber natürlich, Magna Cut bleibt sehr, 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 sehr lange scharf und auch alle Bösigkeiten, die ich dem Messer angetan habe, kein Problem. Höllescharf, noch immer höllescharf. Die Spitze nimmt auch einiges weg, muss ich wirklich sagen, aber natürlich hebeln mit der Spitze, das würde ich nicht tun, das würde ich ohnehin nur bei einem Brecheisen empfehlen und ja, auch nicht bei einem Magna Cut mit 63 Rockwell, würde es nicht tun. Ich habe das Tiny zum Beispiel sehr gerne mit dabei. Leicht, klein, kompakt, passt in jede Tasche und einen Rucksack und du merkst gar nicht, dass du ein Messer mit dabei hast. Und jetzt gibt es halt auch ja, die Outdoor-Version, die richtiges Messer ist. Das ist auch ein richtiges Messer. Das ist halt schon einfach deutlich, deutlich brauchbarer für Outdoor, Bushcraft und Survival. Also was sagst du? Ist das ein richtiges Outdoor-Messer? Ich finde schon. Feuerstahl bedienen, Aufbereitung von Zunder, Hacken, Hauen, Brechen. Einfach alles, was man können muss und es schneidet auch noch. Wenn du eins haben willst, ich gebe da unten den Link direkt zu UG Tools, deutsche Firma, kommt alles aus Deutschland. Wenn du auch die Burschen dabei unterstützen willst, Messergeschichte zu schreiben, dann hol dir so einen Teil. Und ich sag nur eins. Alter, das Ding ist wirklich saurobust. Wer hätte das gedacht?